Wofür bloß? Es tut mir leid, CEO. Ich weiß es nicht. Mein Fokus kann die Daten hier nicht lesen. Was ist mit der lebenden Ahnung? Sind die Daten verloren? Wie kann ich in der kleinen Woche. Wer weiß, was ist ja immer genau. Das Geräusche. Gerade im Hintergrund fahren. Text. Ich hätte nie gedacht, dass Ted das wirklich macht. Er wollte mir noch jagen. Mich unter Kontrolle zu halten, mir zeigen, was er keine antun kann, wenn ich aus. Pharaoh hat sie halt unter Druck gesetzt, würde ich dann mal davon ausgehen. Hä? Okay. Echt noch funktionierende Blutkonserven? Das Ding? Scanne doch bitte das Gerät. Halt die Klappe. Du hast das für ihn gemacht? Ausschalter in... Ihre Köpfe eingesetzt? Kenya, verurteile mich nicht. Ich hatte keine Wahl. Hätte ich abgelehnt, was hätte er getan? Was würde er dir antun? Du bist meine Tochter. Ich wollte, dass du weiterlebst. Wozu, Dad? Im Ernst, wozu? Um in diesem unterirdischen Albtraum gefangen zu sein? Du weißt, was wir tun müssen. Bitte. Was? Eine Kiste, at least. Bitte. Scanne das Gerät. Bitte, halt dein Maul. Oh. Habe die Gentherapie leicht verändert und neue Medizin gegen die Mutationssymptome angewendet. Hoffentlich stabilisiert sich die Lage nach der nächsten Behandlung. Wer weiß, was Ted uns antut, wenn es so bleibt. Die ersten Ergebnisse waren so vielversprechend. Keine Spur von Alterung, keine Zelldegeneration. Aber jetzt, wenn ich in meinem alten Labor in Bangkok wäre, oder bei meinen alten Kollegen, oder bei meinem alten Schnaps. Hm? Es reicht. Wir müssen positiv denken. Für Kenya. Ich weiß, dass du etwas gesehen hast. Liefern die Daten eine Erklärung für den Zweck dieses Geräts? Ich glaube, Pharaoh war in Behandlung, um sein Leben zu verlängern. Sehr zu verlängern. Wirklich? Könnte er noch am Leben sein? Red keinen Blödsinn. Wenn er überlebt hätte, hätte er seine Essenz behalten. Dann hätte er sie nicht an mich vererbt. Vergiss nicht, dass er der Erneuerer war. Er hätte sich bei der Suche nach den Geheimnissen von Leben und Tod durch nichts aufhalten lassen. Aber nicht für sich selbst. Alle seine Taten waren auf einen Neuanfang ausgerichtet. Mm. Für uns, die Quen. Und für seinen wahren Erben, mich. So langsam glaube ich, du hast recht. Du hast wirklich viel mit Ted Pharaoh gemeinsam. Ich wusste, dass du mir zustimmen würdest. Fahren wir fort. Seine Geheimnisse warten. Ist das ein kleines Büro?
Für einen niederen Funktionär vielleicht? Boah, ich möchte den Pfeil in den Kopf jagen. Bitte Spiel, lass mich. Schnell wie möglich. Eine automatisierte Geothermalanlage direkt unter San Francisco. Ein Wunderwerk. Sogar ich kann sie bedienen. Und seien wir ehrlich, ich war immer eher Visionär als Ingenieur. Darum hatte ich die Weitsicht, auf den Einbau einer einzigartigen Funktion zu bestehen. Nur, falls mir jemand an den Karren fahren will, sozusagen. Schau dir die Ausrüstung an. Woche, Leistung, Effizienz, strukturelle Integrität, Basistemperatur, Kerntemperatur, Zustand soll. Nähern uns dem Zentrum von hier. Ich kann es fühlen. Das ist leider eine Befürchtung, was er eingebaut hat, einbauen lassen. Das ist nichts Gutes. War das ihr Dingens denn gerade so beleuchtet hat? Ach, das sind ihre Teile. Tretet die Tür ein. Ich suche nach einem anderen Eingang. Gute Idee. Das hat schon mal geklappt. In Ordnung. Leg los. Der Zugwerfer erreicht das nicht. Meine Güte. Beeilung! Brecht sie auf! Ich möchte dir gerne was brechen. Ich kann es gerade einfach nicht lassen. Art Lüftung? Keine schlechte Idee. Ja, besser als die. Lass die Tür aufbrechen. Idiot. Öffnet die Tür! Sie ist weg. Hat sie es auf die andere Seite geschafft? Ja, habe ich, aber ich lasse euch jetzt nicht rein. Ich gehe jetzt einfach alleine weiter. Alter Schwede. Warum sind hier Vorratskisten und auch gleich wieder so viele? Omega-Freigabe. Also. Was sagst du zu deiner Verteidigung, Ted? Somto und sein Kind sind tot. Ich habe sie heute Morgen zusammen auf dem Fußboden in seinem Büro gefunden. Sie müssen Gift geschluckt haben. Ich hätte sie nie ermordet. Sie war doch nur ein Kind, um Gottes Willen. Ich habe ihnen Leben geboten. Und so danken sie es mir, indem sie mich verlassen. Aber ich bin wohl schon von Anfang an allein gewesen. Ganz allein die Last tragen. Für die Vergangenheit, für die Zukunft. Das ist ganz Ted. Egal wer stirbt, er bemitleidet immer nur sich selbst. Liz Zukunft. Liz Kinder. Eines Tages kommen sie. Ich werde sie willkommen heißen. Somto sagte, dass ich nicht mehr altere. Wenn überhaupt, regenerieren sich meine Zellen schneller als sonst. Oh. Ich muss nur abwarten, bis die Mutationen aufgehört haben. Zeit und Energie. Er sagte, ich bekomme alles Nötige im Reaktor, damit ich wieder stärker werde. Mein Leben wieder in Ordnung bringe, damit ich die Kinder begrüßen kann. Sie brauchen mich. Meinen Rat?
meine Entführung. Dann bin ich nicht mehr allein. Pharaohs Geheimnisse. Sind sie hier? Die, nach denen du suchst. Dann müssen sie da drin sein. Glaub mir, da willst du nicht rein. Bist du verrückt? Ich bin nicht so weit gekommen, um jetzt aufzuhören. Naja, dann wäre da zum Teil von Ted Farrow. Na, endlich! Pharaohs Vermächtnis gehört mir! Ist das... Das ist der... Verbrennt alles! Warte, nein! Pharaoh hat es so manipuliert, dass es zerstört. Erledigt sie auch! Keine Zeugen! Natürlich. Ich mache sie alle! Auf sie! Hey, hey. Ich treffe sie vor! Wir haben hier ein Problem. Hier hast du Munition! Jonah! Viel am Boden! Vielen Dank! Aus Dunkelheit, wirklich! Hier raus. Hallo? Hä? Ach hier. Ja, aufstimmen. Wurde gekriegt. Und wieder getroffen! Geh in Deckung!
Beeilung, Sir! Ganz schön warm hier. Aus dem Weg! Ach ja. Und tschüss. Oh nein. Ja. Oh. Danke. Schon. Soldaten, über uns! Darüber! Sie ist verletzt! Ich komme! Ich bin gerade ein bisschen konzentriert, es tut mir leid. Wir haben was gefunden, das hilft. Nicht nur deinem Heimatland, sondern allen. Aber wo ist der CEO? Er ist tot. Man kann sagen, er hat sein Leben gegeben, damit wir die Geheimnisse von Theben entdecken können. Ah ja. Du denkst bestimmt, ich wäre dumm. Was? Nein, nein. Der CEO war ein selbstgefälliger Egoist, der aus unserem Glauben eine widerwärtige, eigennützige Fantasterei gemacht hat. Und jetzt soll ich glauben, dass er sich für ein paar Datenfragmente geopfert hat? Es ist die Stunde der Wahrheit und ich hoffe, sie überzeugt mich. Ansonsten befehle ich den Soldaten, das Feuer zu eröffnen. Moment. Das stimmt. Ehrlich gesagt, hat der CEO alles versaut. Er zerstörte Themen und starb als rückgratloser Feigling. Aber was wir dort unten gefunden haben, kann eurem Heimatland helfen. Wenn ich es verwenden kann. Wenn es sein muss, kämpfe ich mich hier raus. Aber es geht auch anders. Du kannst mich gehen lassen. Und dann gut dastehen, wenn sich die Lage verbessert. Mhm. Erfolg klingt auf jeden Fall besser als Versagen. Es scheint, als wären unsere Schicksale miteinander verwoben. Landfall steht dir offen. Wenn es dir hilft, kannst du kommen und gehen, wie du willst. Aber Alva muss mit dir reisen und von deinen Mühen berichten. In Ordnung. Theben hat natürlich keinen Wert mehr für uns. So ist es. Wir kehren zurück zur Flotte. Alva, ich erwarte Berichte von dir.
gründliche. Ich dachte, er würde uns töten lassen. Aber stattdessen darf ich mit dir reisen. Das ist schön. Aber ohne Hilfe wirst du unsere Basis nicht erreichen. Varl, ich habe eine neue Freundin. Triff sie bei der Quen-Fähre und eskortiere sie zurück. Klar. Ich kann es kaum erwarten. Glaub mir, es wird dir gefallen. Varl gibt dir einen besseren Fokus und mehr Daten, als du verarbeiten kannst. Gehe zur Fähre. Ich komme so bald wie möglich nach Osten. Eine Wahrsagerin muss der Wahrheit folgen, wohin sie auch führt. Wir sehen uns dort. Nun, da ich die Omega-Freigabe habe, können wir Hephaestus schnappen. Aber bevor ich zur Fähre gehe, schaue ich bei Landfall vorbei. Vielleicht reden nach dem Tod des CEOs mehr Quen mit mir. Ich sollte mich wohl auch mal auf der Insel umsehen. Ich wechsle besser die Kleidung. Unglaublich, dass ich mich für den CEO verkleiden musste. Geht es dir gut? Inventar, Outfits. So. Dann Fähigkeiten. Oh, ich glaube, Stufe 50 ist Max-Level, kann das sein? Jetzt alle Skills. Ich habe jetzt alle Grundskills. Jetzt kann ich nur noch die... Ich glaube tatsächlich Stufe 50 ist tatsächlich Level. Ah, und hier ist auch der Waffenhändler dann. Das ist ja noch schlecht. Mal verkaufen. Beutel Upgrades, zwei Stück, sehr schön. Sinnvolles Bolzen. Sinnvolles, ärgerlich. Entengabe bei euren Federn, Lachs und Eu. Eher Federn. Keine? Mondfisch hat Präzisionsverköcher. Beides. Den Mondfischkram brauche ich und den brauche ich auch hier. Nö. Den erstmal noch zurück. Grades für Waffen, die relevant sind. Hier kann ich wahrscheinlich die Zorbex-Kleidung. Ja. Ah. Gut, okay. Zimmers. Mal auffüllen hier. Beutelkram, Kacke habe. Na gut. Okay, zur Basis zurück. Hier gibt's keinen. Doch, da gibt's ein Lager. So. Ich könnte jetzt auch noch kurz Mondfisch farmen gehen, aber da habe ich keine Lust drauf. Das war das. Horizon. Gut. Aber dann mache ich für heute hier einen Cut mit Horizon. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder und gucken, was dann noch so schön ist. Gute Reise, Streiterin. Ja. Lass dir diese Chance zum Handeln nicht entgehen. Ja.
Dankeschön. So. Ja, und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, reingehauen. Ciao, ciao.